Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal bis zur totalen Erschöpfung in 6 Schritten aus dem Burnout. Mein Name ist Christoph Polder und dies ist meine Geschichte. Heute ist das Thema Umgang mit Stress und da habe ich heute zu Gast die Gründerin der HSP Akademie und Diplompsychologin Silvia Hake. Herzlich willkommen. Ja, danke. War das bei mir so, dass ich halt krankgeschrieben wurde, war monatelang, ein halbes Jahr zu Hause, ja, und hatte keinen Stress von außen, sondern Stress von innen halt. Ja. Das ist etwas, was ich also monatelang nicht erkannt habe. Ja. Ungefähr so nach einem halben Jahr bin ich da drauf gekommen, dass es halt so ist. Dann bin ich auch auf dieses Wort Adrenalinvergiftung gestoßen, wo die Mediziner sagen, nein, sowas gibt es nicht, außer man würde sich halt künstliches Adrenalin spritzen. Aber laut Anthony William ist es halt schon so, dass sich das ganze Adrenalin, was ich halt die Jahre lang angesammelt hatte, dass sich das halt gespeichert hat eben. Ja. Und somit bin ich halt, obwohl ich krankgeschrieben war, zu Hause war, nichts zu tun hatte, ja, hatte ich trotzdem diesen innerlichen Stress, diese Unruhe halt. Ja. Kannst du dazu was sagen? Ja, danke. Ja, also um das Ganze zu verstehen, ist es ganz hilfreich auch zu wissen, wie das vegetative Nervensystem aufgebaut ist. Und ihr alle habt sicherlich auch schon mal was von diesem Fight or Flight gehört oder Flucht oder Kampfreaktion. Ja? Das heißt, das vegetative Nervensystem steuert ja unsere Organe und auch zum Beispiel den Schlaf- und Wachrhythmus. Der ist ja dann auch bei vielen dann gestört im Burnout, ne? Dass sie dann nachts aufwachen und Herzrasen haben und nicht schlafen können. Und es gibt eben verschiedene Möglichkeiten, wie das vegetative Nervensystem auf Stress reagiert. Und man könnte da auch von so einer Internalisierung des Stresses sprechen, dass quasi dein Nervensystem quasi noch lange wie auf Alarm war, auf Hab-Acht-Stellung, also immer reaktionsbereit. Und dieses Umschalten von Aktion und Aktivität auf Entspannung nicht mehr funktioniert hat. Und das ist etwas, was man auch immer wieder in Forschungen feststellt, dass diese Fähigkeit zu entspannen, wirklich, dass wir das verlernen. Und es gibt ja jetzt ganz viele Bücher auch mit diesem Nervus Vagus, vielleicht hast du das mal gesehen, das sind ja auch alles Bestseller, da geht es ja genau darum, wie kann ich diesen Vagusnerv, der eben für das vegetative Nervensystem wichtig ist, so trainieren, um von dieser Anspannung wieder auf Entspannung umzuschalten. Und da ist es ganz wichtig, eben wirklich sich auch zu erlauben, wirklich in die Entspannung zu gehen. Und also wir persönlich haben da auch die besten Erfahrungen mit Klangschalen gemacht, weil solche Methoden wie autogenes Training funktionieren oftmals nicht mehr, weil die einfach sehr mental orientiert sind. Man muss sich ja bestimmte Formeln sagen und dadurch bin ich ja schon wieder aktiv. Ja, ich muss mir was vorstellen, muss was visualisieren. Und bei den Klangschalen kann ich wirklich entspannen, kann loslassen, ich muss gar nichts tun. Und dieses Nichtstun, das müssen wir uns auch innerlich erlauben. Und die Klangschalen, so ist unsere Erfahrung, unterstützen das enorm, weil dann ein ganz tiefes Loslassen stattfindet. Bei manchen ist es auch wie so ein Zucken dann, wie so kurz vorm Einschlafen. Mhm. Und dass man dann das Nervensystem so einlädt, wirklich wieder komplett loszulassen und wirklich in diese tiefe Entspannung wieder einzutauchen. Das muss man dann wirklich quasi trainieren. Mhm. Aber wie funktioniert das mit diesen Klangschalen? Kann man das alleine zu Hause machen, wenn man sich da eine kauft? Oder? Ja, das ist jetzt die schlechte Nachricht. Es ist besser, du hast wirklich jemanden, der dich behandelt. Mhm. Weil nur so kannst du wirklich loslassen, weil wenn du noch anfängst, dich selber da zu behandeln, dann bist du ja schon wieder aktiv. Also es ist wirklich eine reine passive Behandlung, so wie bei einer Rückenmassage, wo du dich wirklich einfach hinlegst und es geschehen lässt. Und das ist einfach sehr, sehr, sehr effektiv. Ja, das habe ich auch selbst festgestellt, wenn ich mich selber massiere im Nacken und so, dass es halt keinen Entspannungseffekt hat. Ja, der kommt halt einfach nicht an. Okay, Klangschalen, was gibt es sonst noch für einen Weg, dass hochsensible Burnout-Patienten mit diesem Stress klarkommen? Also was mir immer sehr, sehr hilft und auch meinem Mann, rausgehen in die Natur. Wir sind ja alle auch total überreizt durch die Technik, durch Medien, Internetkonsum und so weiter. Und da empfehle ich ganz besonders natürlich auch den Kontakt mit Bäumen, dass man sich wirklich unter einen Baum setzt, mal sich anlehnt oder auch am Wasser einfach so einen Blick in die Ferne und dann nicht auch noch jetzt noch ein Hörbuch hören mit dem Handy oder noch irgendwie die Lieblingsmusik, sondern wirklich abstöpseln, die Technik komplett zu Hause lassen oder im Auto lassen und dann wirklich ganz nur mal lauschen. Die Natur, die Geräusche, die Vögel, den Wind, einfach ganz tief
sich in die Natur wieder auch reinfallen lassen, ne? Und auch dort in die Entspannung, in dieses tatsächlich in dieses Loslassen zu gehen. Also das ist das, was ich tatsächlich für mich auch entdeckt habe. Ja, ich bin jeden Tag in der Natur, mindestens eine halbe Stunde bis Stunde, ja, und lasse auch mein Handy komplett zu Hause. Und ja, gehe spazieren, gehe wandern oder setze mich auch einfach nur noch an den See, so wie gesagt hast, und hilft mir sehr. Ja. Genau, dann war es das schon wieder für heute. Dann würde ich sagen, wenn ihr Fragen an Silvia Hake habt oder nicht, schreibt es gerne in die Kommentare unten rein. Wir werden es gerne im nächsten Video beantworten. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt uns gerne einen Daumen nach oben. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, und dann würde ich sagen, tschüss, bis bald. Tschüss.